Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Gangs of Heroes. Und in diesem Video geht es um den Content Patch, der am 25. So, ja, eigentlich kam er heute Nacht um 0.15 Uhr, ja, vom 25. auf den 26. Da gab es einen kleinen Neustart des Clients und dann war das Update da. Und wir schauen uns jetzt mal in diesem Video an, was alles drin ist. Los geht's! Ja, bald ist der 4. Mai und anlässlich zum Mai und den 4. Mai, dem Star Wars Tag, falls euch das nicht sagt, warum jetzt der 4. Mai gefeiert wird. Ja, da kommt der Han Solo. Und zwar der Raid Han Solo. Wird also ein täglicher Login-Charakter sein. Das ist also eine Premiere, das gab es glaube ich bisher noch nicht, dass ein Charakter aus dem Raid oder überhaupt einer, der eigentlich nur an so einem ja, eher exklusiven Platz ist, plötzlich als Login-Charakter da ist. Aber wer weiß, vielleicht kommen da demnächst noch andere, vielleicht General Kenobi oder so. Ja, damit ist also die Tür offen für weitere interessante Login-Charaktere und nicht nur die 0815, die man sowieso schon in Jahren farmen kann. Ja, dann gibt es einen neuen Charakter, den Bosk. Auch da wieder oben rechts in der Infobox habt ihr einen Link zu der Vorstellung von Bosk. Der wird also der nächste Kopfgeldjäger sein. Der kommt am 4. Mai, weil da unten möchte ich nochmal etwas dazu sagen. Und zusammen mit dem Bosk wurden ja auch die Kopfgeldjäger überarbeitet. So, weiter geht's mit den Events. Da haben wir einen Vertrag. Ich nenne es immer Vertrag, aber es heißt auf Deutsch, es ist aber ziemlich auch aus Vertrag übersetzt. Eigentlich heißt es auf Deutsch Auftrag, zumindest im Spiel. Und da gibt es ein kleines Tutorial, das könnt ihr also machen. Das läuft 8 Tage noch fast, ja, 7 Tage, ein bisschen was. Und da könnt ihr also ja, mal reingehen und dann seht ihr hier Event-Einheiten, die also vorgegeben sind. Und ja, da kann man sich das Ganze mal etwas genauer angucken. Und dann haben wir das nächste Event, das galaktische, auch die galaktischen Kopfgelder, das ist also ein neuer Event-Typ, der es im Spiel gefunden hat. Da darf man nur seine Kopfgeldjäger benutzen und ab Stufe 75 wird es freigeschaltet, ist aber für Stufe 80 Spieler ausgelegt und natürlich für höhere Spieler, also 85 ist das Maximum. Und ja, jede Stufe ist etwas herausfordernder als die vorherige. Tier 1 ist also die einfache und die, wo man Ausrüstungsstufe 8 und okay Mods, das haben sie echt so geschrieben, benutzen kann. Und Tier 5, also das ist das schwerste, da braucht man halt einen voll ausgerüsteten Trupp von erfahrenen Kopfgeldjägern mit Ausrüstungsstufe 12 und exzellenten Mods. Und hier schreiben sie auch in Klammern vielleicht ein oder zwei Zetas, die neuen Kopfgeldjäger haben ja ich glaube insgesamt 3 Zetas bekommen. Ah, ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ja. Oder waren es sogar genau 2? Nee, es waren. Na gut, den Boss hat ja auch 2 Zetas. Egal. Ja, sie können die relative Schwierigkeit an dem Titel der Mission erkennen. Easy Bounties, also Easy Kopfgeldjäger, sind genau das, während Deadly Bounties ein mächtig Team von Kopfgeldjägern benötigen. Schauen wir uns mal kurz mal rein hier. Ja, leichtes Kopfgeld, 8 plus, was jetzt die Zahl der Hand heißt, keine Ahnung. Sieht man noch die Belohnung, jetzt Pablo, dann den Raytan, Rebellenoffizier Leia Organa und hier ganz rechts ja, hartes und tödliches Kopfgeld für die eigentlich zwei wertvollsten Charaktere, die jetzt hier in der Liste auftauchen, nämlich für den Imperial Suchtruide und den Wampa. Sind auch die zwei, die man eigentlich mit am schwersten bekommen kann. Ja, ich habe meinen Wampa schon fast fertig, aber der Imperial Suchtruide wäre schon nicht schlecht, wenn ich das schaffen könnte. Zu dem Event hier werde ich natürlich auch nochmal ein Video machen und vielleicht teile ich das irgendwie auf. Ich habe ja mit meinem Test-Account nochmal 2 mehr Kämpfe. Da werde ich wahrscheinlich die letzten 2 Kämpfe hier machen, weil die werde ich mit meinen normalen Kopfgeldjägern wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde es natürlich probieren, aber das sehe ich eher schwarz. So. Aber das sind also die Charaktere, die man bekommen kann. Und eins noch wichtig, und zwar sind die geteilt. Hier oben steht es nochmal Siegzähler geteilt. Das heißt also, wenn ihr sagt, okay, ich fange jetzt von links an, macht das mal das Leichteste, ja, weil das wahrscheinlich das, was ihr schaffen könnt, dann macht ihr die 2 Kämpfe und dann habt ihr hier allerdings keine Kämpfe mehr, denn diese Kämpfe sind alle geteilt. Das heißt, ja, macht ihr 2, dann habt ihr hier 0.
Ja, macht ihr hier einen, habt ihr überall woanders noch einen. Das heißt also, meine Empfehlung ist, fangt ganz rechts an. Das sind so die zwei wertvollsten Charaktere. Wenn ihr es schafft, okay. Wenn ihr es nicht schafft, müsst ihr halt immer eins weiter nach links, bis ihr dann halt hier irgendwo seid, ja, moderat, 9 plus und vielleicht hier sogar nur das schaffen könnt. Ich habe schon gelesen, es ist ziemlich schwer. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ja, ich denke mal, es wird für mich auch ziemlich schwer sein. Ja, die Kopfgeldjäger nicht ausbaut, aber ja, wir werden sehen. Wie gesagt, da mache ich dann noch mein eigenes Video zu und schauen wir uns eventuell 4 Kämpfe an, wenn ich es schaffe. So, genau. Da war jetzt noch zwar ist ein seltenes Ereignis und wird auch selten zurückkehren. Mal sehen, wie oft selten es bei denen ist. Genau, verbessert deine Kopfgeldjäger, bevor das nächste Galactic Bounty Event erscheint. Das kann ich echt nur empfehlen. Baut eure Kopfgeldjäger aus. Sie werden sowieso in den dunklen Seitenterritorien der Schlacht gebraucht. Und jetzt kann man hier ein weiteres Event, wo eigentlich die Belohnungen richtig gut sind. Ja, und die Charaktere, die jetzt hier drin sind, also Pablo, Hanzo, Rolo, Impala Suchtrede und Wampa, die können tatsächlich wechseln. Das heißt, sie, oder wo stand das? Warum habe ich es gelesen? Genau. Unsere Absicht ist es, die verfügbaren Kopfgeldziele von Zeit zu Zeit zu wechseln. Wenn also ein Charakter, den du deiner Sammlung hinzufügen willst, dieses Mal kein Ziel ist, werden sie vielleicht in Zukunft dann. Ja, für mich liest sich das, als würden das diese 5 Charaktere, die jetzt hier unten drin sind, da könnte halt, was weiß ich, wer auftauchen. Ja, also. Das finde ich sehr interessant. Ist natürlich dann die Frage, wie oft das Event wiederkommt. Ich hoffe, es kommt häufig wieder, denn so hat man halt eine weitere Möglichkeit, ganz gut Spieler zu farmen. Ja, ich meine, 20 Spieler, wenn das Event kommt, auf einen Charakter, den man gern haben möchte. Ja, zum Beispiel die 3 bräuchte ich gar nicht. Ich würde am liebsten hier Impala Suchtrede machen. Wann mache ich mich auch bald fertig? Wäre also das hier das Idealste, was ich machen kann. Also für mich jetzt persönlich. Und ja, wer weiß, ob dann. Wer dann so alles auftaucht. Ich denke mal, das heißt, es wird rotieren. Ja? Und mal sehen, wer dann noch so schönes auftaucht im Event. So, aber es ist noch nicht das einzige Event. Natürlich bekommt Bossk ein eigenes Event. Wie gesagt, das ist ein Marquis-Event. Also ein ganz normales. Ja, 3 Kämpfe sind es, glaube ich. Ja, 2 ganz normale Kämpfe und ein dritter Bonuskampf. Auf dem man dann ihn dann auf 3 Sterne freigeschaltet hat. Und für den 4. Stern muss man das kleine Paket kaufen. Für, ich glaube, 12 Euro oder so. 11,99 oder 10,99, irgendwie sowas. Und dann hat man ihn halt auf 4 Sterne. Am Anfang, bevor er halt farmbar wird. So, das Event von Boss kommt am 4. Mai bis zum 6. Ja, am Star Wars Tag beginnt das Ganze und dann hat man halt 2 Tage, bis zu 3 Tage Zeit, ihn da freizuschalten. Kann ich auch echt nur jedem empfehlen, da Boss ist wirklich. Ist ein sehr guter Kopfgeldjäger und ich würde sagen, er müsste der beste Kopfgeldjäger-Anführer sein, ja, um wirklich das Kopfgeldjäger-Team sehr überlebensfähig zu machen und mal davon abgesehen, dass er sowieso ein sehr guter Tank ist. Zumindest auf dem Papier. Ich habe ihn leider noch nicht ausprobiert können bisher, aber da kommen wir auch noch dazu. So, und dann gibt es einen weiteren Rebellen-Angriffskampf, Rebell-Assault-Battle. Ja, ihr wisst, diese Assault-Battles gibt es schon verschiedene. Ja, Imperium, wo man. Ja, es gibt einige. Ja, wenn ihr bei mir auf meinen Kanal geht und unter Events guckt, könnt ihr einfach mal die ganzen Events mal durchgucken. Das sind einige dabei, die ich da gemacht hatte. Und jetzt ist also ein neuer dabei. Mit dem darf man Kopfgeldjäger und imperiale Truppler spielen gegen Rebellen. Ja, Form a Team of Eva Faction or a Mix of Two. Also, ja, du wirst halt wieder 8 Kämpfe geben, also 8 Begegnungen und mal sehen, wie schwer es wird. Es kann natürlich sehr schwer werden, weil warum auch nicht? Also ich glaube, am Anfang waren die Rebellen oder die Rebell-Assault-Battles, die waren zumindest, wo man nicht die richtigen Charaktere hatte, wirklich sehr schwer. Hat man stellenweise schon gar nicht geschafft. So, und als Belohnung gibt es da hier Tier 1, also die leichteste Stufe wahrscheinlich. Natürlich ja auch hier 2 neue Fähigkeiten, aber die lese ich jetzt nicht vor. Das machen wir, wenn wir dann zu dem Event kommen. Das
Es beginnt übrigens auch am 4. Mai. Die Belohnung ist Spieler und Blueprints, also Schiffsbaupläne. In erster Linie von Unokrum Rogue One und Phoenix. Ja, also Rogue One Charaktere und Phoenix Charaktere und Raumschiffe, nehme ich mal an, wird es da Spieler und Blueprints geben, was ja auch Spieler sind eigentlich. Und dann mit Stufe 2, da gibt es dann hauptsächlich den klassischen Film. Also Charaktere wie Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Lando und so weiter. Finde ich nicht ganz so wertvoll, da das wirklich sehr alte Charaktere sind, die man zumindest für Spieler, die jetzt schon lange spielen, wahrscheinlich gar nicht mehr so wertvoll sind. Vielleicht für neue Spieler auch schon gar nicht mehr, weil die ja, erfahrt man die noch? Ich weiß es nicht. Also bestimmte Charaktere für bestimmte weitere Charaktere ihren Events wohl eher nicht. So, in Stufe 3 ist wieder der Bonusstufe. Da bekommt man dann von Tier 1 und Tier 2 die Belohnung zusammen irgendwie gemischt. Keine Ahnung. Ah ja, und diese Angriffsschlacht erhält zu diesem Zeitpunkt keine Schwierigkeitsstufe, mythische Schwierigkeit. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt auf mythische Schwierigkeit kommen. Ich denke, das machen sie nur für bisher legendäre Events. Deshalb klingt das interessant. Achso, mythische Schwierigkeit. Ja, ich habe es gerade verwechselt, tut mir leid. Mythische Schwierigkeit ist ja das, was nach dem Bonustier kam, stimmt. Und da machen sie wahrscheinlich dann nochmal etwas schwerer als das Bonustier. Okay, dass da jetzt keiner kommt, nehmen wir mal so hin. Brauche auch für ein neues Event dieser Art auch gar nicht. Das ist gar nicht nötig, ne? Ja, weiter geht's. Die Kopfgeldjäger wurden überarbeitet. Ja, dazu oben rechts wieder in der Infobox, ne? Das Video dazu. Boba Fett, Dengar, Greedo und IG-88, da sehen wir ihre Aufträge und ihre Auszahlung, was sie da bekommen und natürlich, was sich so geändert hat an Fähigkeiten. Ein paar haben ja komplett neue Fähigkeiten bekommen und das ist eigentlich recht interessant. Das könnt ihr euch mal angucken, das Video dazu. Und ja, dann wurden hier noch visuelle und Audioeffekte von Blaster und Thermaltechnologien wurden aktualisiert. Ja, die Idle-Animation heißt es oft. Wie nennt sie auf Deutsch? Leerlauf. Naja, wenn sie einfach stehen und nichts machen. Von IG-88, Greedo und Boba Fett wurden geändert. Und verbesserte Texturen, Charaktermodelle auf Greedo, Dengar und Boba Fett. Kleines Beispiel bei den stehenden Animationen von Greedo zum Beispiel. Der hat jetzt eine Granate in der Hand und dann wirft die ganze Zeit hoch und fängt es wieder auf. Ja, das ist also diese Animation, die jetzt hinzugefügt wurde. So, ja, dann gibt es noch bekannte Kopfgeldjäger-Probleme. Da habe ich hier das erste gelesen, dachte, was ist hier das Problem? Ich meine, das haben sie ja offensichtlich selber gemacht. Und zwar kann man in den PvE-Verbündeten-Slot, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel, gehen wir auf dunkles, ihr wollt zum Beispiel die farmen wollt, ja, und habt den Knoten noch nicht fertig, könnt noch nicht simmen, geht in den Kampf. Und dann habt ihr hier als Unterstützung, habt ihr die ganzen anderen Spieler, die ihr in eurer Liste habt, hier zufällige Spieler. Und hier tauchen tatsächlich keine Kopfgeldjäger auf. Ich weiß nicht warum. Also das haben sie offensichtlich mit Absicht gemacht so. Denn es ist kein Bug. Simpson steht hier. Have suppressed them from showing up in your LA list. Das haben sie tatsächlich mit Absicht gemacht. Ja, das ist also kein Bug. Warum? Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. So, dann haben sie hier noch ein paar Anzeigefehler bei den Auszahlungen, Fähigkeiten, Tooltips, das ist aber, wird auch mit dem nächsten Client-Update behoben. Also diese Bugs werden auch behoben. Ihr könnt mir vorstellen, dass es hier tatsächlich ein Problem gab, dass sie das extra ausgeschaltet haben, dass sie da nicht auftauchen, das könnte ich mir natürlich vorstellen. Ja, Schadshuffle, es wurden mal wieder Charaktere an farmbaren Orten gebracht, und zwar richtig wertvolle Charaktere, die wir unbedingt haben wollen. Emlyn Holdo und Rostigo. Die zwei sind jetzt auf, also Emlyn Holdo auf 7C, dunkle Seite farmbar, wurde für einen Punkt von Plo Koon ersetzt und Rostigo ist auf der hellen Seite 4F und ersetzt einen Knoten von Fives. Ich hätte es mir lieber andersrum gewünscht, dass Emlyn Holdo auf 4F ist, denn das ist ein 12-Energie-Knoten und der von Emlyn Holdo ist ein 20-Energie-Knoten. Ja, und wem farbt man lieber als erstes? Emlyn Holdo, weil sie wirklich, sie ist interessanter und sie kann wenigstens was in einem Widerstandsteam. Und Rostigo habe ich noch nie wieder irgendwo gesehen, keine Ahnung.
die wird irgendwie ignoriert. Ja, aber sie haben es natürlich andersrum gemacht, weil wahrscheinlich Capital Games auch weiß, dass Emin Hold wertvoll ist als Host-Tiege und also haben sie sie schwerer farmbar gemacht. Ist jetzt so meine Vermutung, vielleicht ist es aber auch Zufall. Gut, weiter geht's mit Packs im Bundle. Sie dürfen natürlich nicht fehlen. Ja, Kopfgeldjäger werden überarbeitet. Da kommen unzählige Bundles, und zwar für Credo, IG88, Dengar und Boba Fett. Jeweils 50 Spieler. Und die Bundles sind etwas teuer, finde ich. Ja, für so alte Charaktere, die jetzt schon ewig lang im Spiel sind, dürften die Bundles nicht 17 Euro kosten, sondern für 50 Spieler, für Boba Fett zum Beispiel, würde ich sagen, 9,99. Das wäre ein angemessener Preis, ja, das sind 7 Euro weniger. Dann kann man für 40 Euro, wenn man die Charaktere noch nicht hat, kann man sie sich dann ganz gut, na, 50 Spieler, wohl auch nicht so viel ist, aber da wäre der Preis einigermaßen angemessen. Ist schade, dass es so teuer ist, aber wer sie wirklich haben will, kann sie halt hier kaufen. So, dann wird natürlich am 4. Mai der Bosk seine üblichen Pakete bekommen. Ich weiß, Marquis Events, da gibt es für 12,99 Kristalle, also 1299 Kristalle, was ich ja mit Darth Sion gemacht habe, habe ich ja gekauft. So. Und das Ganze hat irgendwie 350 Euro gekostet und es war eigentlich, ja, ich habe inzwischen in der Arena, aber es richtig gelohnt hat sich das noch nicht. Vielleicht mit Dreier, ja, wenn Dreier dann draußen ist, aber bis ich die dann habe, hätte ich wahrscheinlich Sion auch schon kaufen, freischalten können, also ganz normal fahren können. Aber nichtsdestotrotz, natürlich wieder zwei Pakete, das wahrscheinlich hier, um ihn auf 4 Sterne zu bringen, 30 Splitter. Und dann haben wir hier oben halt die üblichen, ja, das Rip-Off-Paket so ungefähr. Ja. Sie müssen halt dabei sein, warum auch nicht. So, und dann gibt es noch ein, ich weiß nicht, ob das Paket schon drin war im Spiel vorher. Eine neue Ära Ultimate Bundle Widerstand plus erste Ordnung Charaktere für 55 Euro. An sich von der Splitteranzahl ist der Preis ist auf jeden Fall wert. Problem ist allerdings, dass man, also ich habe zumindest Kylo Ren maskiert, den Special Forces Type Pilot und den sogar den Hänger der ersten Ordnung, der erst vor kurzem farmbar wurde, schon fertig. Woran liegt das? Ja, sie sind gut farmbar, die drei. So, und Rose ist auch, naja, gut, die zwei sind halt wieder in einem harten Knoten gelandet und sind wieder schwer farmbar. Ich weiß nicht, ob das Paket vorher schon da war, ich glaube nicht. Wenn es neu ist und das hätte sich jetzt tatsächlich jetzt das erste Mal da ist, bisschen spät, finde ich. Das hätten sie halt schon mal vorher rausbringen können. Wenn es schon mal da war, okay, dann habe ich es wahrscheinlich übersehen oder so. Aber wie gesagt, von der Anzahl her ist es das auf jeden Fall, also nur von der reinen Anzahl von den Spielern ist es die 55 Euro wert. Braucht man das? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, drei davon sind recht leicht fahrbar, wobei ich glaube, ihn muss man war er so leicht farmbar? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, den gab es in irgendeinem Shop. Aber die anderen zwei auf jeden Fall sehr leicht farmbar und sehr schnell farmbar. So, und dann wurde noch etwas gemacht, was ich sehr interessant fand, als ich das gelesen hatte. Hat mich ein bisschen überrascht. Für eine begrenzte Zeit wird es die täglichen Aktionscup. Schade, dass ich ihn nachgelöscht habe. Ne, ich habe es nicht gelöscht, oder? Ah ja, genau, hier steht es um. Für kurze Zeit erhöht sich das tägliche Aktionslimit von PvE-Knoten schwer von 5 auf 8. Diese Chance gilt für Knoten der Helden- und Dunkelseite. Ihr habt es vielleicht vorhin schon gesehen. Ja, Emin Holdo hat jetzt hier ein 8 maximal. Vorher waren es 5 und davor waren es 3. Und ja, das ist temporär. Ja, wenn es jetzt bei 8 bleibt, war es 5 Kämpfe temporär tatsächlich, aber für eine ziemlich lange Zeit. So, ich hoffe, das bleibt. Es kann ruhig drinnen bleiben, wenn man mit dem Charakter in einem Knoten fahren muss. Warum nicht? Kann man mehr Energie ausgeben, mache ich sowieso. Ja, ich kaufe meistens nochmal einmal dazu und jetzt kann ich richtig viel Energie ausgeben. Die Droprate ist natürlich dann trotzdem bescheiden. So, ja, dann haben sie eine laufende Untersuchung für den Sith Triumvirat Raid Phase 4 von Schadensüberschüssen. Ja. Wir hatten ja am Freitag
das erste Mal den heroischen Ziffret geschafft und ja, es war ein fader Beigeschmack, weil wir diesen Bug hatten, dass Spieler mit, ich unter anderem auch, ich hatte irgendwie alles mögliche reingeschickt, um Darth 3 runter zu zergen, ja, um sie wirklich zu töten. Ja, da waren dann eigene Schadenszahlen dabei, zum Beispiel, ich glaube, mit meinen Phoenix irgendwie 4 Millionen Schaden an Darth 3. Das war ja nicht richtig und war irgendwie verbuggt. Und dadurch bin ich von irgendwie Platz 30 oder so auf Platz 8 hochgerutscht. Hat natürlich eine wesentlich bessere Belohnung. Und es ist mit einigen passiert, ja, und ja, diesen Bug, ja, sie sind sich bewusst und versuchen ihn zu beheben. Hatten schon mal einen möglichen Fix versucht, scheint aber nicht zu funktionieren. Ich nehme an, es ist irgendwie tief in dem Code vom Spiel und ist wahrscheinlich nicht so einfach, es zu beheben. Ja. Also hier schreiben sie nochmal dazu, dass sie es wissen und dass sie dran arbeiten und sie versuchen, das so schnell wie möglich zu beheben. Will ich auch hoffen, denn Spieler, die viel Zeit in diesen Sift-Triumvirat-Raid investiert haben, sollten und dann auch gute Schadenszahlen gemacht haben, weil sie einen Versuch gemacht haben, einen nach dem anderen und für mehrere Stunden, dann sollen sie dafür auch belohnt werden und nicht Leute dann belohnt werden, die sich 3 Kämpfe gemacht haben und dann ganz oben stehen und bessere Belohnung abgreifen, als die wirklich viel Zeit investiert haben in den Raid. Deswegen war das also ein fader Beigeschmack, ja, es war also nicht schön, was uns da passiert ist. Das passiert auch nicht immer, ich weiß auch nicht so richtig, wann das passiert oder wie das passiert. Scheinbar passiert das aber nur mit Teams, die wirklich eigentlich nicht viel Schaden an Darth 3 machen. Und dann auf einmal haben sie, weiß ich, 4 Millionen oder ich habe wirklich gesehen, die hatten 8 Millionen Schaden. Obwohl Darth 3, glaube ich, insgesamt nur 11 Millionen Gesundheit hat. Ja, also das kann dann eigentlich nicht sein. Aber wer den Sift-Triumvirat auf heroisch nicht macht, weil ich weiß gar nicht, ob das heroisch sein muss. Ich glaube, es geht sogar auch mit dem normalen. Das steht hier. Aber wir haben es halt erst im Heroischen gesehen. Ist aber auch egal. Wird behoben, denke ich mal, irgendwann. So, dann kommen wir noch zu den Bugfixes. Ich hatte es mir von durchgelesen. Es war jetzt an sich nicht wirklich was Interessantes dabei. 5 Worten für den Sift-Triumvirat. Haben so ein bisschen was behoben. Ich weiß nicht, was mir davon jetzt aufgefallen ist. Eigentlich nichts. Dann wurden 2 Fehler zu den Todesmal vom Todestrubler behoben. Einer, der sogar gar nicht sein kann. Ein Problem, bei dem Deathmark gestapelt werden konnte, wurde behoben. Wie kann das denn stapeln? Wenn in der Regel ist der Boss zweimal dran und dann ist das Deathmark, also das Todesmal, oder wie ist das auf Deutsch? Fällt der Name noch nicht ein. Ist dann weg. Keine Ahnung, wie das stapeln kann. Interessant, aber drin noch. So, und dann natürlich zu den Kopfgeldjägern wurden viele, viele Probleme behoben. Auch hier wieder irgendwie nichts Interessantes dabei. Was ich immer schade finde, dass Capital Games das erst macht, wenn sie die Charaktere wirklich überarbeiten. Ja, jetzt wurden die Kopfgeldjäger überarbeitet und haben sich gedacht, okay, jetzt beheben wir mal langwierige Bugs und ja, beheben jetzt die Bugs. Ne? Warum machen sie das nicht mal zwischendurch? Ja, das lohnt sich scheinbar nicht. Kopfgeldjäger haben wahrscheinlich kaum einer benutzt und die Bugs, die drin waren, die waren halt ja nicht so interessant und wichtig. Jetzt, wo aber die Kopfgeldjäger wieder im Rennen sind und die Leute eventuell so Geld ausgeben, ja, ihr habt die Pakete und was weiß ich, ihr baut sie aus, da werden dann die Bugs behoben. Ist immer schade, dass das erst dann passiert. Ich glaube zumindest, dass die Bugs vorher schon drin waren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das erst in den letzten, was ich sag mal, 2 Monaten gemerkt haben, dass da Bugs drin sind. Also gut, das war's. Wieder mal ein sehr langes Video, aber es ist auch einiges drin, worüber man reden kann und reden sollte. Ja, ein paar neue Events kommen. Vor allem das Interessante ist halt das Event hier mit den galaktischen Kopfgeldjägern. Ich kann echt nur empfehlen, baut eure Kopfgeldjäger aus. Es lohnt sich wirklich. Also ich denke mal, dass das hier, selbst wenn nur diese 5 Charaktere drin bleiben, ja, der Imperial Suchtoride und der Vampa, was man da allein schon an Währung und ja gut, der Vampa zum Beispiel, was man da an Währung sparen kann, ja, wenn man da von ihm 20 Splitter bekommt,
ist enorm. Also, da kann man dann lieber dann Großmeister Yoda zum Beispiel kaufen, wenn man ihn nicht schon hat. Oder natürlich das, die Ausrüstung. Ja, die Ausrüstung aus dem Guilden Event Store ist die beste. Ja. Also, man kann da ziemlich alles kaufen und ja, am liebsten würde ich halt den Bumper und den Einzelner Yoda nicht farmen. Aber jetzt hat man ja die Möglichkeit, das noch ein bisschen schneller zu machen. Und wie gesagt, wer weiß, ob da nicht noch die Rotation anders ist. Da kommen vielleicht andere interessante Charaktere, die ihr gerne haben wollt. Und wenn ihr eure Kopfgeldjäger da nicht ausgebaut habt, habt ihr ein Problem, denn ihr könnt das dann nicht schaffen. Ich werde meine Kopfgeldjäger jetzt auf jeden Fall ausbauen, demnächst. Habe ich jetzt schon geplant. Gut, danke fürs Zuschauen, danke für alle, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben. Ihr seid die Besten, ja, könnt jetzt rüber schreiben. wir machen wieder Nummer 1, ja. Ja, könnt ihr so schreiben. Nummer 1, ja. Ups, so. Ja, seid die Besten. seid die Nummer 1 für mich. Das könnt ihr mal wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr, jetzt bis hinten, wenn ihr das komplett angeschaut habt. Das finde ich immer sehr interessant, wer das so schreibt. Und ja, dann danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.